So, da sind wir auch schon wieder bei Let's Play New Super Mario Bros. Wii für die Wii. Welt 3-3 erwartet uns hier. Mit einem Leben, das ist sehr schlau hier reinzugehen mit einem Leben, aber das werde ich schon überleben, hoffentlich. Aber wenn ich schon sehe, dass hier wieder, Eisbrüder sind, hahaha, warte. Und eine Höhle offensichtlich. Und oh, ein Leben. Das ist praktisch. Jetzt habe ich zwei Leben. So, juhu. Okay, hinein dort. Boah, mir ist kalt, ey. Also jetzt hier in echt auch. Nicht nur im Spiel. Tatsächlich auch, jetzt fallen Eiszapfen runter. Okay, die hell leuchten, fallen runter offensichtlich. Was ist hier drin? Halt, was bekomme ich hier? Oh, Pinguinanzug. Boah, ein Segen fast. Dann rutsche ich nicht mehr so, weißt du? Ist echt praktisch. Ich weiß gar nicht, ob ich... Oh, huch. Nanu, ob ich ins Wasser kann? Offensichtlich schon. Und dann finde ich einfach mal gleich die erste... Nein, Sternmünze. Huch. Ich frage mich, ob ich da hoch kann. Ich hab... Da, wie scheiße. Ich habe keine Ahnung. Jetzt lass mich doch mal... Hilfe. Alter. So, wenn ich Glück habe, kriege ich hier sogar irgendwas Hilfreiches. Natürlich ein Leben. Naja, immerhin. Besser als gar nichts. Andererseits hilft mir das nicht wirklich, wenn ich jetzt hier sterbe. So, jetzt. Okay. Bestes Timing ever. Ja. Toll. So ist das nicht sehr hilfreich, leider. Okay. Also. Erstmal hier den Pilz. Gar kein Pilz drin. Huch, ein Leben. So. Ist hier denn echt kein... Das kann doch nicht sein, dass hier kein Pilz drin ist. Nö, echt nicht. Na sowas. Hm. Dann wahrscheinlich hier drin irgendwo. Okay. Oh, hoch. Hey, ich war nicht mal richtig drunter. Ach, Mario, ey. Naja. Immerhin, ich bekomme am Anfang ein Leben. Das ist ja auch praktisch. Sofern ich das überlebe, natürlich nur. Also diesen Eisbruder hier. Allerdings bekomme ich kein Dings. Das verstehe ich nicht so ganz. So, warte, hier war ein Leben drin. Hol ich mir gleich. So, und dann gehe ich hier rein. So, okay. Gut, dann bleibe ich halt hier drauf. Ach, scheiße. Mann. Das ist doch nicht wahr. Ist doch so rutschig, leider. Ich glaube, ich muss irgendwie vorne stehen bei dem Ding, damit die früher runterfallen. Was total viel Sinn macht. Aber naja. Weil es ja auch sehr offensichtlich ist, dass es abhängig ist, wo ich stehe, damit Eiszapfen runterfallen. Ich habe da so einen großen Einfluss drauf. Verstehst du? Das ist die Macht, die mir das... Keine Ahnung. Diese Möglichkeit gibt. Halt, so komme ich hoch. Wow, hoch. Wow, Pilz. Ein Pilz, juhu. Naja, besser als nichts. Huch, ich kann noch unten drunter durchschwimmen. Das geht natürlich auch immer. Das mit dem unten drunter durchschwimmen klappt echt gut. Wollte ich nur mal erwähnen. Weißt du, einmal geht's, dann geht's wieder nicht. Das ist voll... total nachvollziehbar, dieses Spiel, wie man ja sieht. So, warte, hier war ein Leben drin, hole ich mir gleich. So, siehst du, habe ich wieder drei Stück. Und kann gleich nochmal sterben. Mann. So, vorne stehen, fällt er vorher runter, genau, und jetzt... Wow, Hilfe. Pilz. Ist das aber auch scheiße, dass es so rutschig ist hier. Warte, was bist du? Eine Münze. Hey.
Das ist ja richtig toll. Und hier fallen natürlich Goombas runter. Das ist noch viel besser. Wow, Hilfe. Ja, was soll ich denn hier? Also, das ist ja... Wie soll ich denn da überhaupt rüberkommen? Ah, so. Ich habe die erste Sternmünze übrigens verpasst. Die war da vorne. Scheiße. Oh, ein Pinguinanzug. Das ist praktisch. Ich muss nochmal zurück. Ich muss nochmal die erste Sternmünze holen. Das hilft dir alles nichts. Jetzt schwimm doch mal hoch. So. Hallo? Nein. Also irgendwie ist das sehr seltsam, wie er schwimmt. Hier war die Sternmünze, genau. Halt, nein. Alter, da ist sie, so. Okay, man darf da auch nicht drauf stehen bleiben. Huch. Sonst wird man da wahrscheinlich zerquetscht. Ich weiß es nicht. Und das ist auch sehr schlau. Doch. Mann, den habe ich gar nicht gesehen. Fällt mir einfach so ein blöder Eiszapfen auf den Kopf. Okay. Also nochmal das Ganze. Das ist ja wohl nicht wahr. Zum Glück verliere ich keine Leben, weil ich am Anfang immer eins bekomme. Zumindest bisher immer. Außer ich lasse mich von diesem da treffen. Aber ich glaube, das sollte ich noch hinbekommen, da einfach durchzulaufen im richtigen Augenblick. So, siehst du, ein One-Up. Juhu. So, 4 Stück habe ich. Ich bekomme sogar mehr, als ich verliere. Das ist interessant. Ich glaube, ich sollte hier öfter sterben. Dann habe ich nach 20 Jahren irgendwann mal noch mehr Leben. Scheiße. So. Pilz. Ja, gut. Halt ein Pilz, ne? Ach. Ich war doch oben dran. Mein Gott. So. Na, diese Goombas. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich es hasse, hier lang zu... Ne, weil hier überall Goombas sind. Die natürlich... Wow, nein! Och, scheiße, da konnte ich gar nicht mehr weg. Da, wieso kann ich denn da nicht weg? Mann! Da konnte ich echt nicht weg. Ich bin ja schon geschwommen, aber es ging einfach nicht mehr. Toll. Ich muss irgendwie draufbleiben, dann rutsche ich die ganze Zeit und... Ach, das ist doch scheiße. Wer denkt sich denn solche Level aus? Huch. So, hier, Leben, hey, und weiter geht's. So, ich habe jetzt unendlich Versuche, theoretisch, wenn ich am Anfang nicht faile. Heißt also, das kann jetzt noch ein bisschen dauern. Ach, Alter. Also einfach drunter durchlaufen, das ist echt nicht einfach, wenn man immer wieder bedenken muss, dass man ja gar nicht so schnell vorankommt, weil es ja so glatt ist. Mann. Also das Ganze nochmal. Juhu. Hey, ist das nicht schön? So, gib mir mal das Leben, bitte. Danke. So. Ach, ich hasse dieses Level. Ich hasse es einfach. Hier Wasser überall und Eis und diese Eiszapfen, die runterfallen. Das ist richtig toll. Da, und jetzt fällt er auch noch runter. Na toll. Na, sehr hilfreich, echt. Wow. So, ich hab's überlebt. Bisher. Wahrscheinlich nicht lange. Na, natürlich. War ja klar, dass das passieren musste. So, da hoch bitte. Nein, da hoch. Nein. Oh, jetzt kommt er da nicht hoch. Das ist doch nicht wahr. Alter. Hilfe, wo bin ich? Doch. Alter. Was soll denn das? Wie soll ich denn? Ich sehe ja nicht mehr, wo ich bin. Oh. Also dieses Level ist irgendwie ein bisschen unfair, kann das sein? Ich weiß ja nicht. Nein, und ich will nicht, dass Luigi das für mich spielt. So. Also das ist ja wohl nicht wahr. Also ich zeige euch mal, wie es nicht geht, ne? Die ganze Zeit. Jetzt zeige ich euch mal, wie es eigentlich gehen soll. Ich habe keine Ahnung. So, kann ich zum Beispiel schon mal rüberspringen. Das ist ja schon mal toll. Jetzt noch die Frage, wie komme ich hier einigermaßen gut rüber? Ach so. Ja, gut. Jetzt muss ich trotzdem noch mal runter und dann hier diese Münze mitnehmen. Und dann muss ich irgendwie hier... Na, jetzt kommt er rauf und dann... Genau. So, und jetzt... Diese Goombas sind das Problem so ein bisschen, ne?
Oh, dieses Rutschen ist vor allem richtig toll. Ich komme ja nicht mal voran hier. Wow. So, da oben bekomme ich hoffentlich ein nützliches Item. Naja, ein Pilz. Wow. Immerhin komme ich damit schon mal etwas weiter. Scheiße. Mistviech, du. Ich hasse dich. So, gib mir einen Checkpoint, du blödes Spiel. Alter. Yeah. So, mit Wandsprung. Ach, diese großen Dinger, na, die sind jetzt nicht so... Boah, dieses Rutschen. Oh, Alter. Diese großen Dinger sind gar nicht so schlimm. Jetzt diese Gumbas hier auf dem Eis, wo man dauernd wegrutscht. Das ist richtig toll. So, ich brauche so ein... Genau, jetzt rutsche ich nicht mehr. Das ist ganz praktisch. Oder nicht mehr so stark zumindest. Siehst du, jetzt rutsche ich echt nicht mehr. So, da oben ist natürlich... So, wie komme ich da jetzt durch? So ja nicht. Der Gumba da muss mal weg. Huch. Na, was? Wie jetzt? What the fuck? Alter, der stand ja nicht mal direkt drunter. Wie konnte er überhaupt da... Also, das ist ja wohl nicht wahr. Dass er da überhaupt runterfallen konnte. Huch. Ist hier was drin? Nee, nur eine Münze. Wow. Habt ihr vielleicht? Nein. Huch. Ich weiß nicht, ob man da so durch soll, aber hat geklappt. Interessanterweise. So, jetzt nur noch irgendwie diese Gumbas da töten, damit ich da auch irgendwie hochkomme. Siehst du? Genau so. Natürlich, jetzt sind die noch mehr Gumbas. Ach, ich könnte rutschen. Ja, gut, aber... Ach, Gumba tot. Bestimmt ist noch irgendwo eine Sternmünze, die ich übersehen habe. Oder es geht noch weiter. Es geht noch weiter, okay. Nein, Pilz, das ist toll. Und ein Fass. Wir wollen ja mal kein Fass aufmachen, aber... Ne, kann ja nicht... Huch, nicht schaden. Aber wozu brauche ich das? Keine Ahnung, brauche ich das für irgendwas? Ist da oben was? Ich kann jetzt natürlich keinen Wandsprung machen. Nein. Huch. Ja. Toll. Doch. Mann. Das mit dem Wandsprung hat richtig gut geklappt. Jetzt darf ich normal da anfangen. Nochmal den ganzen Scheiß nochmal machen. Oh, ich hasse es. Mann, verdammt. Dieses Level, es ist so wunderschön einfach. Okay, warten hier rüber. Gib mir doch mal bitte ein richtig gutes Item. Wie zum Beispiel ein Pilz. Naja, immerhin. Was sollte ich auch sonst bekommen? Bin ja klein gewesen. Ne, ist ja klar. Bekomme ich halt nur einen Pilz. So. Jetzt nur noch irgendwie unter ihn kommen. Was gar nicht so schwer sein sollte, theoretisch. So, und dann damit rechnen, dass er natürlich runterfällt. So, Gumba tot. Ich bekomme hier keinen Pilz. Oder? Weiß ich nicht. Aber dafür die Sternmünze. Bekomme ich hier vielleicht einen Pilz? Nein. Oh, vorhin hat es geklappt, weißt du? Nerv. Wie soll ich denn da auch durchkommen und dann wieder anhalten? Das ist gar nicht so einfach, oder? Ich weiß nicht, ich habe es noch nicht probiert. Verdammt. Mann, das ist doch nicht wahr. Also gut. Ich könnte jetzt definitiv mal einen Pilz gebrauchen. Hier, so. Na also. Huch. Nein! Och, ich wollte doch drauf landen. Mann, das klappt auch nicht. Das ist doch nicht wahr. Nie klappt irgendwas. Das auch nicht. Das war abzusehen irgendwie. Das ist doch nicht wahr. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Spiel das extra macht, dass jedes Mal, wenn ich irgendwo drauf springe oder ganz knapp irgendwie drauf lande, das trotzdem als nicht drauf zielt. So, warte mal.
Wow, ach, Alter, ich kann nicht bremsen so schnell. Scheiße, ich hasse das. Jetzt bin ich allerdings klein, jetzt habe ich gar nicht mehr so die Probleme. Jetzt kann ich hier zumindest, theoretisch, er rutscht auch noch von selber runter. Ist ja unfassbar. Theoretisch kann ich jetzt hier durch und ihn dann so plätten. So. Genau, und jetzt bekomme ich hier natürlich keinen Pilz. So, ich wette, wenn ich in die Eiszapfen springe da oben, werde ich auch sterben. Naja. Okay, so komme ich... Wow, Alter. Das ist einfach viel zu rutschig. Was? Der fällt auch noch um. Na klar, warum denn auch nicht? Gumbas. Wie soll ich denn da hochkommen mit den ganzen Gumbas? Ich soll wahrscheinlich vorher hoch und dann rutschen oder so. Ich habe keine Ahnung. So, Gumbas, würdet ihr bitte sterben? Ja, einer ist jetzt tot, okay. Ha! Gumbas tot, okay. Natürlich sind diese Dinger wieder da, aber das macht ja nichts. Huch. So, okay. Jetzt darf ich das vielleicht mal schaffen. So, das wäre richtig toll. Ach, guck mal, ein Pilz. Ja, das ist ja auch schon mal was. So, okay, also. Einfach durch. Ich glaube, hier muss man einfach durchlaufen. Mehr ist das nicht. Keine Ahnung. Ach, das Fass. Brauche ich natürlich, um die Münze zu bekommen. Toll. Und das Fass schützt mich scheinbar auch vor den Stacheln, die von, also von den Eiszapfen. Hm. Okay, ich glaube, ich mache das Level irgendwann später, jetzt nicht. So, jetzt mache ich nochmal ein anderes Level, das Geisterhaus. Das ist bestimmt total toll. Aber vorher werde ich mal ins Pilzhaus gehen. Kann ich hier schon? Ach, hier kann ich auch schon rein, siehst du. Dann gehe ich mal da rein. Und hol mir mal ein paar Leben. Mal sehen, was das hier für ein Spiel sein wird. Okay, hinter der Tür gibt es die Chance, einige One-Ups zu ergattern. Na, was haben wir denn diesmal für ein wunderschönes Spiel? One-Up-Kanone, okay. Ziele durch Neigen. Feuere mit 2. Hallo? Ach so, ich muss da rein. Oder wie? Wow. Das war ja richtig toll. Ja. Hey, Bonusfilme. Das ist ja sehr schön. Ich gehe jetzt nochmal... Kann ich überhaupt? Nee, das muss ich, glaube ich, mit... Mit Minus ist das, ne? Ja. Genau, Welt 2 hatte auch nochmal so ein schönes Pilzhaus. Wo waren das? Ich brauche mal ein paar Leben. Ja, das eine war ja jetzt eher lächerlich. So, und da ist auch nochmal der Toad. Den könnte ich auch nochmal fangen, aber mache ich mal nicht. Ausnahmsweise. Nee, fangen nicht, muss ihn ja suchen. So, okay, was haben wir denn diesmal für ein Spiel? Bestimmt wieder die One-Up-Kanone, die ich so gut kann, wie man ja gerade gesehen hat. Ach, ja, aber diesmal bewegen die sich anders. Ach so, oh, interessant. Okay, gehe ich mal rein. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich muss irgendwie so zielen oder was. Nee, hä? Ich bin verwirrt. Nee, hä? Naja, immerhin 2. Geht. Besser als gar nichts. Juhu. Okay, dann, ja, gehe ich nochmal halt in Welt 3 hinein. So, und dann mal ins Geisterhaus nochmal, weißt du. Jetzt kommt natürlich der hier erstmal. Na toll. Bestimmt 2 davon oder so. Ach, nö, 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 nö. Je, 2 davon wären ja irgendwie langweilig. Es müssen natürlich noch mehr sein. Und die da oben kann ich nicht mal... Huch, nanu. So,
Na, geht doch. Okay, warte. Die Frage ist nur, wie besiege ich den jetzt hier am besten? Natürlich, springt er genau in dem Moment. Mann. Drecksviech. Ich hasse das. Ah, jetzt kann ich einfach weitergehen. Hoffe ich zumindest. Ja. Okay, kann ich offensichtlich. So, dann gehe ich mal hier ins Buhu-Haus, ins Geisterhaus. Und, ja. Werde da mal mein Unwesen treiben, sozusagen. So. Also irgendwie stelle ich mich heute ziemlich schlecht an. Ich muss mal, glaube ich, eine Aufnahmepause machen und mal was Richtiges. Also ich habe ja eigentlich was Richtiges gegessen. Huch, hier fliegen Möbel rum. Huch, na toll. Eine unechte Tür. Och nö, ey. Ah! Da oben ist nichts mehr? Okay. Diese Türen, das liebe ich ja. Ein Haus voller Türen. Irgendwie war ich in Super Mario 3D World besser. Ich weiß nicht warum. Hier muss ich mich irgendwie festhalten, okay. Hm, das mit dem Festhalten klappt irgendwie noch nicht immer. Ich weiß nicht warum. Guck mal, jetzt. Huch, jetzt bin ich runtergesprungen. Na, jetzt. Ach, Alter. So. Wo muss ich überhaupt hin? Da muss ich hin. Und dann? Hier hoch? Ist hier noch was? Nee. Ich gehe mal rein. Hallo? Hallo? Jetzt? So. Bestimmt habe ich irgendwo eine Sternmünze übersehen. Wette ich schon wieder fast drauf. So, gleich mal probieren. Ach, guck mal. Huch. Ach, warte. Halt. Ein Block? Mit Münzen oder was? Nur Münzen? Ach, noch mehr Münzen. Na toll. Aber sonst scheint da nichts zu sein irgendwie. Na, das ist ja sehr seltsam. Hm. Ich weiß bloß nicht, ob unten irgendwas ist. Ist da überhaupt irgendwas? Ist da überhaupt Boden? Keine Ahnung. Dieser Buhu, der ist sehr hilfreich. Na, komm schon. Du musst mal ein bisschen runterfliegen. Okay, da unten ist nicht mal Boden. Na toll. So, er folgt mir zwar, aber ist nicht ganz so schnell wie ich, offensichtlich. So, hier hole ich mir mal... Oh, eine Feuerblume. Hilft zwar nicht gegen Buhus, aber... Oder gegen Buhs. Oder wie auch immer die heißen mögen. Huch. Aber ich kann zumindest hier mal rüberspringen und jetzt nochmal mich da ranhangeln und dann hier rüber hoch. Ach du Scheiße. Da, was? Ach so, Scheiße. Ich muss hier runter, natürlich. Wow, Alter. Bestimmt muss ich auch noch irgendwo anders hin. Ach, guck mal, was haben wir denn hier? Eine Tür. Also dieses Geisterhaus, ja, ich weiß ja nicht. Jetzt geht's hier nach unten offensichtlich. Aber natürlich sind überall Buhs. Na, sehr praktisch. So. So kommen sie mir nicht wirklich näher. Ha, das ist ja echt praktisch. Huch, Hilfe. Oh, ein Stern. Das ist gut. Ich hoffe nur, hier sind genug Boost, damit ich auch... Huch, nanu, Hilfe. Mist, das war nicht genug Boost. Ist denn hier, hier scheint irgendwie... Hier muss doch irgendwo eine Sternmünze sein. Irgendwie scheint hier nirgendwo was zu sein. War das jetzt der geheime Ausgang? Oder jetzt der echte, oder was? Nee, ich glaube, das ist nicht der geheime. Und ich komme da doch... Wie soll ich denn da rankommen? Keine Ahnung. So, Level abgeschlossen, auch wenn ich überhaupt nicht weiß, wo die ganzen Sachen sein sollen, aber naja. Hm. Tja. Eigentlich müsste ich sogar nochmal ins Schloss gehen, ne? Theoretisch. Andererseits ist gerade eigentlich egal. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Und ich sage jetzt erst einmal tschüss.